Hallo, ich bin der Paul, ich bin Art Director bei der Graffiti-Agentur Concrete und bin wieder mal am Weg nach Berlin. Ich komme jetzt nach Berlin seit ziemlich genau 13 Jahren, eigentlich fast jedes Jahr. Damals mit meiner Freundin haben wir unsere erste Reise gemacht, eine Interrail-Reise. Von Berlin waren wir so vor den Bann gezogen. Ja. Als junger Mensch in eine fremde Stadt gehen, das war total irre. Ja. Berlin ist auf jeden Fall die Stadt, die mich am meisten in meinem Leben geprägt hat, sage ich mal. Ja. Von der künstlerischen Seite her. Berlin ist die Stadt, wo das irgendwie eingeschlagen hat. Das ist sogar das Epizentrum. Also die ganze Stadt hat eine irrsinnige Energie und ist total inspirierend. Ja. Das Geile an Graffiti ist, dass man eigentlich so gut wie gar nichts braucht. Man braucht eine Sprühdose und einen Aufsatz. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Zuckergeschäft, wo es alle Süßigkeiten gibt. Als ich das erste Mal nach Berlin gekommen bin, war ich damals in diesem Shop und das war etwas total Irres, ja, was man in Wien noch nicht gesehen hat. Und deswegen ist das immer so ein Fixtermin. Muss man sich mal anschauen. Es ist natürlich geil, im Mauerpark zu sprühen. Man malt da ganz oben bei dem Stadion und sieht über die ganzen Menschen irgendwie runter. Das ist schon was Magisches, einfach geil. Typisch für meine Werke, würde ich sagen, sind abstrakte Formen, die sehr verzerrt sind und interessante Farbkombinationen. Ich probiere nicht in einem Kastell zu denken, sondern probiere aus diesem Kastell auszubrechen. Ich bin immer ein Freund davon, auf Regeln zu verzichten und neue Wege zu gehen und sich inspirieren zu lassen und diese Regeln sozusagen zu brechen und völlig neue Dinge auszuprobieren. Ja, Graffiti, Street Art, Urban Art, man kann es nennen, wie man will, bekommt immer mehr Akzeptanz, wird immer salonfähiger. Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man dieser jungen Kunstform einfach eine Bühne bietet. Ja, gerade in Berlin ist eines der geilsten Dinge, das Urban Nation, das ist einzigartig. Ja. Das würde ich mir auf jeden Fall auch für Wien so etwas wünschen. Und ich glaube, Wien ist auch bereit für so etwas. Was ich mir jetzt nach meinem Besuch im Urban Nation auf jeden Fall gedacht habe, möchte mehr vielleicht auch in die figurative Richtung gehen, vielleicht ein bisschen rumprobieren, Acrylfarben, Ölmalerei, solche Dinge. Berlin hat natürlich eine super mächtige Wirkung. Jedes Mal, wenn ich herkomme, bin ich nachher total geflasht und habe tausend Sachen im Kopf, die ich nachher, wenn ich wieder zu Hause bin, unbedingt machen möchte. Thank you.